Im heutigen Video geht es um die Ausrichtung oder ums Zielen. Viele stellen sich mit dem Schläger so hin und denken, dass sie dann richtig stehen, stellen dann den Schläger anschließend hin und merken eigentlich gar nicht, dass sie nicht in Balance stehen, der Abstand zum Golfball nicht richtig ist. Und warum das so ist, stell dir vor, du wärst ein Jäger, du würdest in den Wald gehen, du suchst das Wild und richtest das Gewehr dahin und erst dann stellst du dich mit den Füßen dahin. Das Gleiche ist im Golf. Richte zuerst das Gewehr aufs Ziel und dann stellst du dich in Balance dazu hin. So wirst du sehen, wird der Abstand von dir zum Golfball besser sein. Der Golfschläger wird mehr auf der Schwungbahn sein und der Kontakt wird sich vom einen zum anderen Schwung verbessern, wenn du immer zuerst mit dem Gewehr anfängst und dann die Füße dazu stellst. Gegenüber zuerst die Füße und dann den Schläger. Und man sieht es schon, wenn ich es langsam mache, wenn jemand zuerst die Füße hinstellt und dann mit dem Schläger kommt, ist die Balance schon auf den Zehenspitzen. Das wird hier nicht gut funktionieren. Das kann nur noch so repariert werden mit Aufstehen und Ziehen. Wenn man aber das Gewehr zuerst hinstellt, dann die Balance dazu macht, jetzt ist es viel einfacher. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profispieler, was ja eigentlich nicht so schwierig ist, sich wie ein Profi zu verhalten, wenn man die Reihenfolge kennt. Jetzt noch etwas. Wenn die Füße so wichtig wären, dann würden die Profis wahrscheinlich schon schauen, dass die Füße richtig sind. Aber schau mal, ich kann mich so hinstellen und ich kann den Golfball wunderbar Richtung Ziel abgeben. Also ist offensichtlich das Gewehr wichtiger als meine Füße. Ich könnte mich auch so hinstellen und den Ball so abgeben und ich hätte immer noch Erfolg. Also vergiss die Füße, was das Zielen anbelangt. Geh mehr auf das Gewehr, schau, dass das Gewehr Richtung Ziel zeigt, bevor du dich in Balance dazu stellst. Und ich bin mir sicher, du wirst von Golfball zu Golfball, egal ob du auf der Driving Range bist oder auf dem Golfplatz, die Bälle besser treffen, mehr Erfolg haben und freue mich auf dein Feedback. Schreib es mir doch unten in die Kommentare und wünsche dir jetzt schon viel Erfolg beim Umsetzen, beim logisch Golf spielen. Bedanke mich für ein Abo und freue mich schon auf das nächste Video, wo ich dir helfen kann, richtig gutes Golf zu spielen. Tschüss!